So, da wir jetzt angekommen sind, würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Jetzt, bevor das Video überhaupt beginnt, würde ich euch mal bitten, einmal in die Kommentare zu schreiben, habt ihr Bock, heute mal 24 Stunden in Köpenick. Ich bin gerade angekommen, S-Bahnhof Köpenick, Freunde. Und ihr solltet das Video jetzt pausieren und einmal ganz kurz, ich hab Bock drauf machen, kommentieren. Ja. Und danach wieder abspielen, würde ich sagen. Und viel Spaß dabei haben. Heute ich noch was zu futtern und wir gehen heute mal Köpenick checken. Mal sehen, was es hier für coole Orte gibt und ja, was wir heute erleben. Ja? Folgt mir auf meine Reise durch Ostberlin. Berlin, Köpenick. Six all in the mix übrigens. Und herzlich willkommen zu einem Video. Let's go. Hier, was man gleich sieht, Kebab. Okay, Kebab. Also gleich hier am Bahnhof gibt es einen Dönerladen und gegenüber eine Backstube. Ja. Dann hier so ein kleines Häuschen mit. Was genau verkaufen die da? Wir gehen mal kurz auf die Seite. Ach, Kaffee und Currywurst sehe ich gerade. Sehr gut. Also hier so ein kleiner Shop mit Handtaschen, Mützen und Handschuhen. Hallo. War echt gespannt, was die Handschuhe kosten, weil meine Hände sind schon kalt, ne? Nach einer Weile. Verzeihung, was kosten denn die Handschuhe bei euch? Einfach nur so normale, billige, die billigsten für die Hände. Wie viel? 5 Euro. Oh wow, die sind schon teuer. Die auch 5 Euro? Ja. Oh wow, alles klar, Dankeschön. Danke. Dann gehen wir lieber zu Primark, Freunde. Mal schauen, mal schauen. Also als ich das letzte Mal hier war, schon ein bisschen länger her, ein paar Jährchen würde ich sagen. Köpenick ist man ja auch nicht alle Tage. Noch in Berlin, aber am Rand von Berlin. Ja. Damals war es auch vielleicht ein bisschen weniger mit Migration, aber heute ist das viel mehr. Heute sieht man natürlich mehr Migranten und zwar überall in Berlin. Plus mich, meine Wenigkeit. Ach, schau mal, guck mal an. Bisschen Graffiti. Gibt es auch. Naja. An sich eine ruhige Gegend. Sehr entspannt. Übrigens haben wir es heute Montag, Mittag. Wie spät haben wir es? Ist schon längst kein Mittag mehr, wa? 14.10 Uhr, alles klar. Montag. Der 15. November 2021. Ja gut, wir haben es jetzt in der Woche und ist zwar alles offen, aber die Leute sind halt ein bisschen langsamer drauf. Vor allem hier ist ruhiger. Asia-Imbiss, das schon lange zu ist. Vielleicht macht der heute noch auf. Wer weiß das schon. Marzahn, ich meine Köpenick, Freunde. Köpenick. Auch sehr bekannt. Zum Beispiel hier fahren sehr viele Straßenbahnen. Hier nochmal die Vernetzung. Feiere ich sehr sogar diese Straßenbahn. Ja, finde ich cool, wenn hier so eine Straßenbahn fährt. Meistens immer in Ostberlin. Gehen wir ganz kurz rüber. Wie gesagt, viel Dialog braucht ihr heute nicht erwarten, weil ich glaube, na gut, wir verurteilen ja nicht. Vielleicht gibt es ja Leute, ein paar Charaktere, die wir aus Versehen so irgendwie mit aufschnappen. Aber es wird halt schwierig. In Köpenick wird halt schwierig, glaube ich, jemanden zum Quatschen zu kriegen. Komm, wir gehen mal kurz rüber. Die Leute gucken so ungläubig und denken sich, Digga, der spricht voll gut Deutsch. Was ist das für ein Ausländer? So, dann haben wir hier eine Busstation, sehen wir gerade. Ganz viele Russen, Asiaten und Tschetschenen sind mir aufgefallen auf der Fahrt Richtung Köpenick. Ja, ganz viele. Der Busfahrer lässt mich nicht durch, ist ein Penner. Nein, ist natürlich kein Penner. Aber wir merken,
Paulsdorfer Straße. Wir merken, dass die Leute auch so ein bisschen gnadenloser sind. Köpenick, heute ein bisschen ruhiger. An einem Montag. Mit Graffitis natürlich. Krass, dass die Kultur natürlich auch bis hierher gekommen ist. Aber ich glaube, Köpenick war schon immer voller Graffiti, oder? Einmal in die Kommentare. Gibt es sehr viele Graffitis in Köpenick? Oder sagt ihr, nee, das wurde dann später ein bisschen mehr? Oder gab es auch das Ganze hier in den 80er, 90er Jahren? Ich weiß es nicht. Ich war nur ein paar Mal hier im Leben. Apotheken haben sie hier. Backstuben haben sie hier. Krass, das erinnert mich an Kreuzberg. So ein Center haben sie hier, habe ich gesehen, von außen. Das ist natürlich Ost-Berlin, ne? Ungläubige Blicke. Ist natürlich schwieriger, auch die ältere Dame gerade, die hinter mir schaut. Die denkt sich auch, was geht ab bei dem? Ich komme mir vor wie in an der Grenze Polen, hallo. Na. Wenn mit mir keiner spricht, dann spreche ich auch nicht mit dem. Nur gucken bringt ja nichts. Anstatt zu sagen, hey, komm vorbei, teste unseren Döner. Mitten im Video, das wäre doch mal was. Aber die Leute sind halt ein bisschen... Wir sind hier nicht in Kreuzberg vorne. Wie gesagt, die Leute sind eher vorsichtiger, ein bisschen ruhiger, finde ich. So ein bisschen... erinnert mich so ein bisschen an Russland und Polen und so. Der Stil so. Auf jeden Fall Ost-Berlin. Ja, wir sind halt im Ostblock, ne? Trotzdem super interessant mal zu sehen, wie das Ganze aussieht. Nicht nur ständig immer in denselben Orten bei mir da. Oder wo ich aufgewachsen bin. Frauen und Koffer. Ansonsten, den Style hier kennen wir ja alle. Das ist ja jetzt, ob das jetzt hier im Zentrum ist, in Köpenick oder irgendwo an der Wilmersdorfer Straße. Diesen Stil kennt man ja. TK Maxx, Saturn, das ist alles gleich hier. Sparkasse. Die haben hier ihr kleines, schönes Zentrum hier, wa? Direkt an der S-Bahn. Aber hier sind die Blicke so, dass sie alle einen angucken. Also auf jeden Fall ein bisschen anders. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich ein bisschen dunklere Haare habe. Oder weil ich halt ein bisschen dunkler aussehe. Aber ich glaube nicht, dass das Klischee hier für Köpenick noch steht. Ich glaube, ich sehe auch ganz viele Kanaken hier, oder? Sehe ich auch ganz viele, ja? Sehe ich doch. Ich bin ja nicht der Einzige hier. Schau mal hier, DM haben sie hier. Asia Box, wie man das kennt. Union Zeughaus. Okay. Forum Köpenick, liebe Freunde. So sieht das Forum Köpenick aus. Ich würde sagen, ist jetzt nichts Spezielles. Das, was man kennt eigentlich. Wie schauen wir mal, ob wir mal da vorbeischauen. Erstmal machen wir mal ein paar Runden hier und schauen uns mal ganz kurz die Gegend an in Köpenick. Ich glaube, das ist jetzt viel interessanter als irgendein Zentrum. Als irgendein Einkaufszentrum. Wir gehen rüber zu Ruba. Wir gehen Uber rüber. Wir gehen rüber und da ist das Union. Da ist der Union Shop. Auch sehr interessant. Auch mal zu zeigen. Hier in Köpenick, ich habe noch nie einen Union-Shop gesehen. Aber hier habe ich gerade jetzt eins entdeckt. Wir laufen mal kurz rüber. City Grill sehen wir gerade. Dönerläden an jeder Ecke. Interessant. Union. Grüße geht raus. Antoni, der Unioner. Der ist ja jetzt wieder Hertha-Fan, habe ich gehört. Aber na, ihr seht's ja. Und ich glaube auch schon, dass ein paar Ultras von Union hier leben in Köpenick.
Also dem möchte ich nicht begegnen, so weißt du. Bei allem Respekt. Dönerläden. Der Typ guckt und erschreckt sich so. Und denkt sich, wer ist das? Die Leute sind so neugierig immer. Wer ist das? So. Ich bin nur ein Mensch. Dönerläden. Köpenick Döner, das sieht richtig gut aus. Das Fleisch ist mir aber auch zu glatt. Wie nennt man das? Hackfleischpaste. Bruh. Was geht da ab? Geht's euch, Jungs? Geht's euch gut? Ja. Geht's euch gut, ja? Alles klar. Geht's euch, Jungs, wollte ich zu denen sagen. Geht's euch gut? Köpenick, Freunde. Ja, bis jetzt halt einfach nur so ein bisschen Lash. 62er fährt hier. Bis jetzt ist einfach ruhig noch. So Lash so. Ja, ja, so. Keine Ahnung. Teils moderne Gebäude, teils ältere Bauten, 80er, 90er Jahre. Sieht man ja hier an den Seiten. Moderne Gebäude, ältere Gebäude, wieder moderne Gebäude. I don't know, bro. Ein bisschen ruhiger. Ein Kollege, der lächelt, finde ich schon mal cool. Der lächelnd vorbeiläuft. Ein bisschen Swag hat er auf jeden Fall mit den Stiefeln. Das ist der SS-Vibe. So, eigentlich könnte man sagen, das ist jetzt auch irgendwo in Charlottenburg. Aber das ist hier Köpenick natürlich. Diese ganzen Maniküre, Pediküre, Asiatenläden sind auch überall. Türken, Asiaten, also Dönerläden, asiatischen Läden. Eigentlich alles an jeder Ecke. Aber das, was wir in Charlottenburg zum Beispiel nicht haben oder irgendwo im Kreuzberg, ist zum Beispiel das hier. Wie gesagt, Straßenbahn, eine Straßenbahn mitten auf der Straße, das haben wir nicht. Die Leute sind so ein bisschen chili drauf. Hier ist auch wirklich kälter, meiner Meinung nach. Der Typ auf dem Kart läuft bei dem Alter. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen kälter, ein bisschen chili. So, dann haben wir auch ein paar Kennecks da, die einen Shop betreiben. Auch sehr viele Kenneck-Barber hier, wa? Sehr gut. Die sind ja echt überall. Ich dachte, ich bin der Einzige heute, wie gesagt. Nein, bin ich nicht. Das wäre damals so, vor 20 Jahren wäre es vielleicht so. 15 Jahren. Aber soweit ich sehen kann, steht hier noch alles auf Deutsch. Also die Buchstaben sind hier auf Deutsch. Das ist auf der Sonderlee schon mal ein bisschen anders. Ja, also, ich habe bis jetzt keinen einzigen arabischen Laden gesehen. Also auf arabischer Schrift oder türkischen Laden. Also hier ist noch alles richtig deutsch. Ja, interessant. Als wären wir irgendwo in Belarus, Digga. So kommt mir das vor. Irgendwo Russland, Ost-Berlin. So ein bisschen Russland-Feelings habe ich. Bitte? Drehst du dich gerade selber? Ja, ich drehe mich gerade selber, ich bin bescheuert. Okay. Ich würde euch mal eure Gegend mal zeigen, hier in Köpenick. Finde ich cool, die Leute sind echt cool drauf, dezenter, keiner schreit hier rum außer ich. Keiner macht hier irgendwelche Mätzchen. Also. Das ist bei YouTube, ja? Genau, genau. J6, also J-S-E-X. Cool. Wie sind denn die Mieten hier, sag mal? Keine Ahnung. Also weißt du selber nicht, ne? Ich wohne in Kartort, ich wohne im nächsten Bezirk. Alles klar. Aber ich würde sagen, ist ja nicht weit. Ja, ist nur 2 Stationen entfernt. Also. Was zahlst du da? Ist das teuer, oder? 425. Geht ja noch. Was zahlst du? Aber es ist ja auch ziemlich gestiegen, ne? Ja. Bei Köpenick oder Karlshorst damals, das war ja alles so um die 200, 250 Mark damals. Ja, klar, aber krass. Das ist heutzutage normal, ne? Man spürt das an Berlin, dass Berlin immer mehr steigt, ne? Ja, aber ich muss sagen, wer mit YouTube sein Geld verdient, der hat genug Geld, sag ich mal. Naja gut, ich bin leider noch nicht reich, ich habe auch keine Leute, ich habe jetzt auch keine Millionen, die mir folgen. Ach so? Ja. Das lohnt sich ja erst, wenn du ein paar hunderttausend hast, ne? Okay. Ich bin gerade auf 10.000.
Das war Insta? Ja, auch. Hey J6 zusammengeschrieben. Neunke. Versuch mal, Andreas Neunke zu googeln, ne? Das bin ich bei Insta. Alles klar, machen wir, Freunde, oder? Ihr erinnert mich dran. Dankeschön. Wenn du mich findest, dann mach mir mal ein Freundschaftsangebot. Ja, natürlich. Geil, natürlich. Dankeschön. Gerne. Ciao. Mach's gut. Aber freundlich sind die Leute, eins muss ich sagen. Und sehr, sehr offen. Und sehr, sehr freundschaftsoffen. Ja. Begeistert. So, wohin fährt denn die ganze Kiste hier? Ich glaube, ich habe noch nie so eine Straßenbahn gesehen. So eine Station, die so belebt ist. Ne? Ransdorfer, Waldschenk, Malsdorf, altes Wasserwerk, Köpenick, Ransdorfer Straße. Alles klar. Dann wollen wir mal ein bisschen weiter. Auch hier wunderschöne Gebäude, geil, Mann. Köpenicker Apotheke, das sieht aus wie ein Schloss. Aber ich finde das Gebäude sehr cool. Auch hier nochmal alte Architektur. Ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen älter. Ja. Also es ist nicht alles hier aus den 80ern, spät 70er Jahren. Es gibt auch Gebäude, die ein paar hundert Jahre alt sind. Das ist auch ziemlich interessant. Vor allem jetzt hier für die Zuschauer, die nicht aus Berlin kommen. Berlin hat, oder so Gegenden wie bei Berlin, haben wirklich sehr viel Kultur. Sehr, sehr viel Geschichte im Hintergrund. Testzentrum. Interessant. Ach ja, übrigens, guten Tag. Heute ist ja die 2G-Regeln eingeführt worden. Das heißt, Clubs, Cafés und Bars, Restaurants kann man heute nur noch mit 2G betreten. 2G bedeutet nochmal ganz kurz und für die Leute, die es nicht wissen oder keine Ahnung haben davon, wovon ich gerade spreche. 2G, entweder geimpft oder genesen. Einen Nachweis braucht ihr. Mit einem QR-Code, sonst kommt ihr nicht mal zum Friseur. Ja. Und man spürt hier sofort so eine Art, besser gesagt, man riecht die Ordnung. Hier sind wir noch in Deutschland. Ja. Es ist halt eine gewisse Ordnung hier. Und klar wird man hier angeschaut, weil ich eben halt nicht hierher passe. Migrationshintergrund gibt es hier auch. Hin und wieder mal sehe ich ein paar. Aber es ist halt nicht so viel. Daher wird man angeschaut. Aber es ist trotzdem super interessant dennoch. Eigentlich an sich eine sehr interessante Gegend hier. Und ihr habt es ja gehört, 450 seit er, eine Station weiter. Der Kollege vorhin. Und ja, die Wohnungen waren auch mal billiger hier. Wenn du eben mal was Billiges gesucht hast am Rand von Berlin, dann gingen die Leute. Oh, guck mal hier, geil. So richtig oldschool DDR-Style. Super interessant. Wir müssen aufpassen, dass das Kennzeichen nicht zeigt, aber an sich der Wagen, Alter, feiere ich hart. Ost-Berlin, DDR-Vibes, Freunde. Sogar auch da nochmal ein Schild drauf, DDR. Geil. So einen Wagen wollte ich unbedingt mal sehen. Das sieht gut aus. Und es ist sogar noch, der Wagen ist sogar noch in Betrieb. Das heißt, der wird noch gefahren. Das ist so ein richtig geiles Spät-70er, Anfang 80er Jahre Auto. Hammer. Interessiert mich sehr, geil, Mann. Mann, die Autos waren damals besser als der ganze Schrott heute. Die halten auch länger. Ey, was für einen geilen Wagen habe ich den gefunden. Schau es mal an. Geil. Oldschool. DDR. Selbst aus den 60er kommen diese Autos. Ja? Nach dem Zweiten Weltkrieg halt. 50er, 60er Jahre sind das. Die Dinger halten. Jahrzehnte haben sie gehalten, diese Autos. Diese Art von Auto. Ja, vergiss diesen ganzen neuen Schrott. Das ist Müll, das hat keinen Stil und keine Seele. Ich feiere diese neuen Sachen gar nicht. Ja, wir brauchen Lambo, wenn du richtig geile, stabile Autos aus der DDR haben kannst. Die dabei noch stylisch aussehen, wie so eine Art Cadillac, bloß in klein. Cadillac, keine Ahnung, wie die heißen. Auch hier nochmal so eine richtige Ost-Berlin-Siedlung.
Super interessant. So ein bisschen Reinickendorf-Style. Da hinten die U-Bahn, die S-Bahn. Krass, Mann. Wir sind hier rumgelaufen. Woolworth. Ja, die Leute sind... Ich muss jetzt nicht an den Leuten rumhaken, aber schaut euch das an. So richtig die Details. Schaut euch das an. Das ist hier an einem Haus. Wofür das genau war, weiß keiner. Aber das ist halt drauf. Bedeutet, dass die Gebäude schon einige Jahre alt sind. Ja. Dass das hier nicht seit gestern steht. Das ist schon geil. Ich feiere Ostberlin sowieso. Wie gesagt, ich finde die Leute viel attraktiver hier. Intellektueller auf jeden Fall. Als die Westler. Tut mir echt leid, wenn ich das so sage. Aber im Osten, das sind noch Leute mit Prinzipien. Und die haben einen klaren Kopf. Meiner Meinung nach. Ja. Den Westberlin habe ich nie gefeiert. Aber den Ostberlin feiere ich sehr. Hier nochmal am Center entlang. Ja, kennt man halt, ne? Das hier, da wohnen sogar noch Leute, oder was? Nee, oder ist es verlassen, ne? Direkt an der S-Bahn. Ich glaube, da wohnt keiner mehr. Sorry? Meine Frage? Wo kann man hier in Köpenick noch so hingehen? Wo geht man am besten hin? Wo es alle kennen? Ja, Alexanderplatz. Also hier in Köpenick? Ja, genau, Köpenick. Ja, geil, natürlich. Und hast du es schon mal geschafft? Ja. Ja, sehr gut. Was ist denn hier so beliebt in Köpenick? Gibt es hier einen Park, Köpenicker Park, oder was gibt es hier? Köpenick, also es gibt da mal... Also habt ihr nur den Forum und das war's, oder habt ihr mehr Sachen? Also es gibt Bellevue Park, aber damit musst du dann mit der Bahn fahren. Ah, mit der Bahn. Alles. Es gibt mal... Wie heißt der? Bellevue Park. Bellevue Park. Was gibt es dort? Da gibt es Skatepark. Skatepark. Ja. Gibt es da auch solche Dealer wie im Görlitzer Park, lieber? Ja. Ja. Gibt es doch auch in Köpenick? Echt? Ja? Freunde, in Köpenick gibt es sowas auch. Achso, dein Freund macht das. Alles klar. Gut. Bist du YouTuber? Ja, ich probiere es. Also, ich steige jetzt hier ein in die Straßenbahn. Ja. Oder nimm lieber den Bus. Den Bus? Richtung wohin? Richtung Elsfelder Platz oder. Elsfelder. Elsfelder Platz. Ich muss so diese Richtung, also ja. Nicht der, sondern da. Also da lang. Auf 169er. 169er. Weil wir Glück haben, da eine Station wird, das siehst. Ist das weit? Wie lang ist das? Du kannst überhaupt laufen. Laufen. Du musst aber dann zu Woolworths. Kennst du Woolworths? Woolworth. Ja? Ja. Da musst du dann. So, hier ist Woolworth, da gibst du einen rechts. Also wenn du da guckst, da rein. Gerade und dann rechts. Alles klar, ich danke dir. Geradeaus und dann links, geradeaus, ja. Und das ist schön. Alles klar, dankeschön. Schöne Aussprache hast du. Danke. Alles Gute. Ihr merkt die Veränderung, ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn der junge Mann in der Sonderlee leben würde, würde er eine ganz andere Aussprache haben. Deswegen feiere ich die Eltern dafür und Props an die Eltern, die da was geleistet haben in der Sache. Meine Fresse. Weil wir wollen ja nach vorne und keinen Rückstand. Wir wollen ja keinen Rückfall. Wir wollen ja nicht, wir wollen ja alle was lernen. Wir wollen ja nach vorne, wie gesagt. Und nicht in die Steinzeit zurück. Also, bleibe ich bei meiner Aussage. So bin ich auch eingestellt. Immer nach vorne. Lieber in die moderne Welt als in die Steinzeit zurück. Was sagt ihr? Einmal in die Kommentare. So. Der junge Mann meinte natürlich, dass wir da zum Park gehen sollen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so weit weg ist, aber ich würde sagen, wir gehen da hin, oder? Da in der Ecke. Okay. Verzeihung, ist der gewisse Park weit weg? What? Ist der gewisse Park sehr weit weg? Der was? Der Park. Gibt es so einen Park in Köpenick? Oder was gibt es denn hier so sehenswürdig? Wo man sagt, das gehört zu Köpenick. Achso, du bist nicht aus Köpenick. Auf alle Fälle. Bitte? Das Forum hier auf alle Fälle. Ach, das Forum, alles klar. Aber ihr habt da wahrscheinlich mehr, oder? Ja, wie gesagt, bin ich von hier. Also, alles klar. Bist du dazugezogen nach Berlin, oder was? Nee, aber ich komme aus der Strecke.
Ah, okay. Also ich bin hier... Aber hier soll es einen Park geben, stimmt das? Kann sein, weiß nicht. Ich bin in der Richtung hier unterwegs. Kein Problem, ich danke dir trotzdem nochmal. Alles Gute. Ciao. So, wie machen wir das jetzt mit dem Park? Sehen wir uns kurz davor? Oder laufen wir dahin? Ich wusste gar nicht, dass Köpenick eine Altstadt hat. Gerade hier auch an der S-Bahn nochmal als Information dazu bekommen. Und dachte mir, komm, dann fahren wir mal hierher mit der Straßenbahn. Gerade ausgestiegen und sehe da, hier, ein Ort direkt am Wasser. Und natürlich das alte Köpenick. Alte Gebäude aus den, ich weiß es nicht, 1900, 1800. Ich kann mir vor, dass das, oder das heißt, ich kann mir vorstellen, dass das älter ist als die 80er Jahre. Ich meine, schaut euch mal die Gebäude an. Ja. Unglaublich. Vielleicht fragen wir noch mal jemanden auf dem Weg, einen Passanten, der ein bisschen mehr Ahnung hat. Gerade ist das ein bisschen zu laut hier. Ja. Wie gesagt, die Gebäude müssen ja echt übel alt sein vorne. Ja. Das ist irgendwie länger oder älter wie 80er Jahre. Ja, das ist ja schon 1900, 1800, ein paar hundert Jahre sogar, würde ich sagen. Allein hier, guck mal, Best Sabbel, das alte Rathaus, würde ich sagen. So sieht das aus. Ist das das alte Rathaus oder ist es eher das da hinten? Also gibt es einige Sachen zu sehen, Freunde. Köpenick hat auf jeden Fall einen eigenen Stil. Wow! Ist so wie bei Harry Potter und der Stein der Weisen, Alter. Ja, also super interessant. Schaut euch das an. Und dann hier mit der Stromleitung, mit den Straßenbahnen. Das sieht ja so aus, als wären wir gar nicht mehr in Berlin. Ja, sehr interessant. Krass. Und dann nochmal ganz kurz mit dem Ausblick hier zum Wasser. Wow. Köpenick, Freunde. Super. Interessant. Wir gehen mal rüber zum Wasser. Schaut euch das an. Ich wusste nicht, dass man hier direkt am Wasser ist. Wow, ich wusste so einiges nicht, wa? Von Berlin, Freunde. Aber es überrascht mich immer aufs Neue. In Spandau weiß ich sogar, dass es auch sowas gibt wie eine Art Zitadelle. Ja, eine Zitadelle ist nicht wie eine Art. Ist eine Zitadelle. Und dann, okay, das Wasser ist aber nicht tief, sehe ich gerade. Aber schaut euch das an, wie schön das ist. Wahrscheinlich auch im Sommer hier sind Dutzende Leute, die Boot fahren, die sich hier in dem Park erholen. Ich glaube, das ist auch der Park, wo wir hin wollten. Das ist hier alles. Ja. Vielleicht können wir mal kurz gucken, wo das alte Rathaus ist. Das wäre nämlich auch sehr interessant. Direkt hier am Wasser. Geil, Mann. Hammer. Ja. Sieht schon cool aus. Was sagen, wissen Sie, wo das Rathaus ist? Wissen Sie, wo das Rathaus ist? Das alte Rathaus? Ach doch, geradeaus. Dann ruhig in das Turm und dann kurz dahin. Alles klar. Und das ist hier nicht die Altstadt, oder? Nein. Erst da vorne. Alter, es wird ja immer besser. Dankeschön, danke. Freunde, es geht ja wirklich nochmal weiter. Hier ist der Hammer. Das ist ja unglaublich. Ich hätte eigentlich nochmal ein, zwei fahren sollen. Freunde, das war sozusagen hier so ein Fliegenschiss an der Ecke. Ein bisschen Wasser, ein bisschen alte Kathedralen. Und dann haut die junge Dame raus. Nein, du musst da weiter rein. Da ist die Altstadt. Bitte was? Okay, dann gehen wir mal hin. Freunde, ich glaube, ich sehe es auch. Das sind ja so richtige Harry Potter-Türme. Krank, Mann. Wow, so eine alte Kirche. Komm, die schauen wir uns mal kurz an. Das sieht auch super interessant aus. Ich bin echt ein riesen Fan von so alten Kirchen. Ja, auch wenn ich nicht religiös bin. Wow, Digga, was ist das denn hier? Freunde, Köpenick ist crazy. Sieht schon geil aus. Ist der Hammer. Aus dem Nichts, Freunde. So eine kleine, alte Kirche. Wow. Von außen sieht sie super klein aus, aber im Inneren sieht das Ganze sehr groß aus.
mit sehr viel Platz. Es ist der Hammer, ne? Super interessant, das Ganze. Es ist ein Gebetshaus. Also wenn wir uns jetzt so ein bisschen benehmen und ruhiger sein. Wie alt ist die Kirche, ja, wenn ich frage? 1899. 1899? Ja. Freunde, ein Jahrhundert. Ja. Und wunderschön. Steht ja auch über 400 Fehlen hier. Okay. Das ist ja so ein morastischer Untergrund hier, wegen der Spree, ne? Okay. Und da mussten erst die Fehler alle eingerammt werden, ehe sie anfangen konnten mit dem Kirchenbau. Ach so, okay, alles klar. Das war also nicht so einfach am Anfang. Nee, es war gar nicht einfach. Ja, der Altar stand ja ganz vorne unter den Fenstern. Und vor ungefähr 10, 15 Jahren wurde das ja alles abgeändert in allen Kirchen, katholischen Kirchen. Und dann wurde der Altar, damit der Priester zu der Gemeinde von Angesicht zu Angesicht steht, nicht? Ach, okay, so nach vorne geholt sozusagen. Ja. Okay. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen nochmal. Ja, danke. Ich danke auch. Und ich komme auf jeden Fall nochmal im Sommer. Danke. Ja, alles Gute. Dankeschön. Ciao, Sie auch. Super interessant. Was für eine nette Dame. Freunde, wir sind in Köpenick, immer noch. Wow. Ich würde sagen, auf geht's zur Altstadt, bevor es dunkel wird. Freunde, was ist hier los? Nochmal ganz kurz vor der Altstadt. Schaut euch das an. Das ist Köpenick. Unglaublich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ein geiler Typ. Der eine paddelt weg und der andere fischt hier was oder was? Geiler Typ. Ich wusste nicht, dass Köpenick so schön ist. Wow. Ich kann immer wieder nur wow sagen. Unglaublich, was hier abgeht. Ich bin so froh, dass ich mich für Köpenick entschieden habe. Und da kommen wir auch schon zum Rathaus. Zur Altstadt. Das da hinten mit der Kirche vorhin. Also gerade eben, was ihr gesehen habt, für euch ist es gerade eben, war schon unglaublich. Und die Frau war super freundlich. Da war nichts von Nazi oder sonst was zu spüren. Super freundliche Leute. Bis jetzt sehr neutral, sehr zurückhaltend. Erst wenn man sie was fragt, antworten sie und... Ja, super nette Leute. Kirchstraße, Alt-Köpenick. Freunde, allein hier das Gebäude, unglaublich. Schaut euch das an. Übrigens sind wir jetzt an der Altstadt. Altstadt Köpenick. Kleine süße Häuschen, super alte Gebäude. Hier nochmal die Kirche. Und da ist das Rathaus. Da gehen wir jetzt hin. Ach, krass, Mann, die Gebäude hier. Hier denkt man wirklich, auch hier mit den alten Straßenschildern, Laurenzstraße, Alt-Köpenick, dass man hier komplett woanders ist. Dass das hier eigentlich schon gar nicht mehr in Berlin ist. Dennoch sehr angenehm. Super angenehm. Hat was Holländisches, so ein bisschen Amsterdam-Style. Krass, Digga. Köpenick hätte ich gar nicht gedacht, Digga. Nicht so, auf jeden Fall. Hätte ich absolut nicht gedacht, dass es so schön ist. Krass, Mann. Es gibt schon einige Orte, war in Berlin? Oder bei Berlin? Unglaublich. Köpenick hat echt krassen Vibe. Schaut mal hier, ich würde sagen, das ist das Rathaus. Wow, was geht ab, Freunde? Super alt, ne? Aber wunderschön. Hier in der Ecke. Busstationen, Feinkost, Bäckereien. Eigentlich alles, was man braucht, hier in der Nähe. Ja, das ist das Rathaus, Freunde. Heftig, Mann.
Allein an dieser Bushaltestelle ist epic, wie viele Leute stehen. Und da hinten am Wasser. Russische Mitbürger höre ich gerade. Auch hier mucksmäuschenstill. Keiner schreit herum oder sowas. Hammer. Ganz kurz mal da entlang gehen. Wenn jetzt mal grün wäre. Wenn die Ampel mal grün wäre. Schon geil hier vorher. Sie laufen über Rot einfach. Was kann ich, warum ich hier stehen bleibe? Komm. Freunde, unglaublich, wie schön das hier ist. Ja? Vor allem hier am Rathaus Köpenick vorhin. Und jetzt hier nochmal kurz am Wasser. Glühwein und Co. steht hier drauf. Das ist hier so eine Art Weihnachtsmarkt in Köpenick oder was? Werden sich hier so eine Art Weihnachtsmärkte aufmachen? Oder so eine Art kleine Märkte an der Seite? Am Wasser. Guck mal hier, Bootsverleih. Boah, wie schön. Alter, das sieht richtig geil aus. Ungelogen. Köpenick hat ja richtig Vibes. Was geht ab, Freunde? Das hätte ich so nicht erwartet. Schaut euch das bitte an. Schaut euch bitte da an, wie das aussieht. Hier am Wasser vor allem. Mit Restaurants und hier an der Seite. Mit Bootsverleihen und die Häuser da hinten am Wasser. Was ist los, Freunde? Hier vor allem. Komm, Musik spielt hier, wir hauen ab. Ja. Mann. Wir gehen nochmal am Rathaus vorbei, weil es so interessant war. Auf der anderen Seite. Boah. Ja. Schon Hammer. Ich wollte euch nochmal ganz kurz hier am Wasser zeigen, was hier abgeht. Wie gesagt, man denkt, man ist hier ganz woanders. Aber nein, das ist hier in Berlin. Wie groß Berlin ist. Unglaublich, Alter. Krass, Alter. Köpenick, das hätte ich nicht gedacht vorne. Ich bin damals wahrscheinlich nur an der Bahn hängen geblieben, bin nie weiter reingelaufen. Wie gesagt, bei allem Respekt, Altstadt Spandau ist geil, aber nein, gegen Köpenick kommt die Altstadt nicht an. Ja, Altstadt Köpenick ist auf jeden Fall krasser, viel krasser. Sorry, das sieht hier aus wie irgendwo in Frankreich. So eine kleine eigene Altstadt mit allem drum und dran. Hier, so ein Weinhaus. Dann haben wir hier Optik. Optiken, Kleidung. Textilien-Shops. Sparkasse sehe ich gerade. Wie so eine kleine, wie soll ich sagen? Sehr, sehr eigen. So ein kleine Altstadt. Irgendwo auf dem Dorf, aber nein, hier in Berlin. Schaut euch das an. Bötchenstraße, Grünstraße. Alter, das ist ja schon komplett next level. Ne? Wunderschön. Wir gehen nochmal kurz zum Rathaus. Machen hier eine Runde und gehen nochmal zum Rathaus. Super interessant. Ach, guck mal hier, so eine Art Spätkauf. Ich bin geschockt, Freunde. Ich bin geschockt von Köpenick. Ich bin geschockt. Köpenick hat seine eigene Altstadt. Bro. Sieht schon krass aus. Friseursalons. Cafés, Bäckereien. Werkstatt, Smartphone sehe ich gerade. Mehr Textilien-Shops, Cafés und Bars. Junge Leute, ältere Leute. Alles. Hochmodern natürlich auch alles. In der Altstadt, die Läden zum Beispiel, sind modernisiert komplett. Die sehen wirklich sehr gut aus. Bro, es macht sogar richtig Spaß, hier spazieren zu gehen gerade. Bei der Kälte vor allem. Bro, boah, die Gebäude. Krass, Mann.
schon Hammer. Hätte ich jetzt nicht erwartet von Köpenick. Freunde, was ist hier los? Es ist der Hammer. Und dann aus dem Nichts so eine Straßenbahn. Wie geil ist das denn? Krass. Krass, die fährt sogar hier durch die Altstadt. Zur S-Bahnhof Schöneweide fährt die. Bro, was ist da los? Die Altstadt ist übelst sexy. Die Leute, die hier wohnen, Props gehen an euch. Einmal in die Kommentare, wer in Köpenick wohnt und das hier alles kennt. Ich bin nicht nur positiv überrascht, ich bin geschockt. Das hätte ich nicht gedacht, sage ich zum tausendsten Mal. Wir gehen nochmal zum Rathaus. Wow. Und da ist das schon, das Rathaus. Oder? Oder war das das gegenüber? Verzeihung, ist das das Rathaus? Das ist das Rathaus. Das ist das Rathaus. Oh wow, also wo wollen Sie denn hin? Unglaublich, was ich hier in Köpenick sehe. Das hätte ich so nicht erwartet. Schön, ne? Es ist super schön. Sag mal, der Westen ist ja gar nichts dagegen. Allein hier in Köpenick schon ist das schon... Alter. Ah, wow, ich bin geschockt. Positiv überrascht. Dankeschön. Gerne. Gerne. Danke. Die Frau war super happy, als sie das gehört hat. Schaut euch das an, Mann. Was ist da los? Ey, Six, Digga, du hast mal war richtig abgerissen schon wieder. Schaut euch mal an, wie alt die Lampen sind. Es ist wunderschön hier. Krass, Mann. Ich übertreibe ja auch nicht oder so, aber es ist wirklich sehr schön hier. Ja, wenn man jetzt ein Auto hat oder hätte, in meinem Fall, dann ja, könnte man auch glatt nach Köpenick ziehen. Ich weiß nicht, ob die Leute mich wollen würden, aber das ist der Hammer hier. Köpenick ist crazy geil. Bro, this shit crazy. Schaut euch an, wie das aussieht. Hammer! Ich werde auf jeden Fall im Sommer nochmal hier rumeiern. Im Sommer nochmal herkommen und richtig rumeiern hier. Mir Sachen anschauen. Wie so ein Opa. Bin ein alter Mann, Bro. Bro, das ist doch nicht das Rathaus, oder? Krass, Digga. Nochmal. Nochmal hier vorbei und Schock, Alter. Ich bin ja vorhin schon mal hier vorbeigelaufen, aber hey. Ich habe nur mal zur Sicherheit gefragt. Das Rathaus sieht heftig aus. Schaut euch mal an, wie ländlich, wie geil. Weil ich eben aus der Stadt komme, ist das für mich sehr langweilig. Berlin ist langweilig. So genau Mitte, Berlin-Mitte und so, das ist für mich langweilig. Schaut mal an, schaut euch das mal an, wie das hier so hier aussieht. So dieses Kleine, also ein bisschen Feine so. Ja, und dann mit so Straßenschildern, die so aus dem 19. Jahrhundert oder so. Ist der Hammer. Gut, die wurden nochmal neu aufgebaut, so, aber trotzdem. Schaut euch mal an, wie die Lampen aussehen. Dann die Straßenbahn. Ist der Hammer. Super königlich so, der Stil. Hier die Lampen. Und einfach mal ein Steineck an der Seite. Ja, ich bin positiv überrascht. Sehr positiv überrascht. Das ist hier die evangelische, wie gesagt. Das ist die Kirche hier. Wollen wir da auch mal reingehen? Gucken? Können wir mal schauen, ob da was abgeht. Ich glaube auch selbst hier sind sie freundlich. Oder die ist sogar zu. Das Ding hat er nicht mal auf. So, ich bin wirklich krass geschockt. Wir gehen weiter. Und hiermit würde ich sagen, hat sich das Video auch demnächst erledigt. Krass, Mann. Rathaus Köpenick. Wunderschöne Gegend. Hätte ich nicht gedacht.
Also ich habe das wirklich so nicht gedacht. Ich hätte angenommen, ich nehme an, dass wenn man herkommt, sieht man so ein bisschen City, bisschen City Center, ein bisschen Forum Köpenick und das war's dann auch. Nein, die haben hier mehr. Und ich glaube, hinten geht's auch noch weiter. Bro. Wunderschön. Kurz mal auf die andere Seite. Ich würde sagen, zurück zur S-Bahn. Und dann noch, das Geile ist ja, direkt am Wasser noch und Häuser am Wasser. Da hinten sehe ich ein Fitnessstudio drin. Berliner Volksbank. Also alles nah beieinander hier. So, und dann über die Brücke und dann geht es auch wieder zurück. Freunde, ich bin geschockt. Wir gehen jetzt ganz kurz zum besseren Licht und dann würde ich meine Abmoderation jetzt hier machen. Und ja, wenn es euch das gefallen hat, einfach mal einen Daumen nach oben. Machen wir das jetzt einfach. Ja, krass, Mann. Köpenick ist heftig. Hammer. Heftig, Digga. Was ging hier eigentlich ab gerade? Wir müssen definitiv nur mal eine Tour im Sommer machen. Oder wenn die Sonne scheint. Sagt er, ey, geh doch mal rüber und check mal die Gegend mal richtig ab. Auch schön mit Graffiti und so. Also hier fehlt an nichts. Hier haben sie alles. Ja? Also Ost-Berlin, ein Touch von West-Berlin, würde ich jetzt einfach mal behaupten mit dem Graffiti. Dann diese eigene kleine Altstadt, ist der Hammer. Krass. Krass, Digga. Einfach nur heftig. Am Wasser dann noch das Ganze. Einen richtig üblen Rathaus haben sie. Geilen Rathaus. Ist jetzt nicht so wie Rathaus Charlottenburg oder sowas, sondern alles so ein bisschen ländlich, kleiner und schöner, meiner Meinung nach. Der Vibe ist auf jeden Fall geiler. Und die Altstadt ist schöner als Spandau. Meiner Meinung nach, ja. Also krass, Köpenick ist heftig, hätte ich nicht gedacht. Ich bin draußen. Jetzt wird's lauter. Ja. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Sehr, sehr gefallen. Danke nochmal fürs Schauen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Einfach mal Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren. Und was ist eure Meinung zu Köpenick? Ich hätte das echt nicht gedacht. Was geht hier ab? Ja. Gerade an der Straße ein bisschen lauter wie immer. Und ja, schaut euch das an, hier am Wasser. Der Typ geht fischen. Geiler Typ. Ja, geil. Ja, Hammer. Unvergleichbar. Freunde, das war's von Berlin-Köpenick. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein. Mein Name ist J6. Wunderschönen guten Abend. Und vielleicht machen wir nochmal eine Tour. Das Geilste ist ja, hier gibt es so einiges. Hier gibt es die Wuhlheide. Hier gibt es sehr viel, sehr viel. Ahrensfelde werden wir auch mal sein. Alles Ost-Berlin nochmal abchecken. In jeder Ecke werden wir sein. In jeder Ecke. Also, ich bin draußen, das war wirklich. Peace out. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Schauen.